Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist wieder soweit, ein neues Bild ist bei mir angekommen und diesmal ist es von Diamond Painting Welt. Das sieht so aus und ja, ich habe von ihnen auch ein Bild zukommen lassen. Das ist ein personalisiertes Bild und ich wollte einfach mal schauen, wie das Ganze so wird, wenn man ein Bild selber drucken lässt, also ein persönliches Bild, was es so nicht zu kaufen gibt. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt. Der Lieferzeitraum war ungefähr 2,5 Wochen. Also ich habe 2,5 Wochen gewartet, bis das Paket fertig bei mir ankam. Und ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt mal aus und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Das ist das Bild. Das Bild hat eine Größe von 40x50 cm und ich habe es mir in eckigen Steinen gewünscht. Ja, das zweite Bild, was ich jetzt in eckige Steine habe, ihr könnt gerne mal in der Infobox vorbeischauen. Dort habe ich euch schon mal 2 Videos zum Thema Diamond Painting verlinkt. Denn im ersten Video habe ich gesagt, dass ich jetzt neu in diesem Hobby drin bin und ich kann es mir gar nicht mehr wegdenken. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal das Bild bzw. die Leinwand, denn das Bild bleibt erstmal noch geheim. Das möchte ich jetzt aktuell noch nicht zeigen. Aber wenn ich dann soweit bin und wenn es fast fertig ist oder fertig ist, werde ich es euch natürlich zeigen, damit ihr auch das Endergebnis seht. Ich bin super gespannt und freue mich schon, dieses Bild zu painten. Vorab, mir kommt dieses Tütchen entgegen. Das ist das Equipment, was man braucht. Ihr seht schon ein Schiffchen und da steht auch nochmal Diamond Painting Welt drauf. Beziehungsweise Diamond Painting Toolkit, so nennt sich das. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Und ja, das kommt in so einem kleinen Zipbeutelchen und dort befindet sich ein weißes Schiffchen. Ihr seht schon, da hinten ist das Logo von Diamond Painting Welt drauf. Richtig cool. Nicht so ein Standard weißes oder grünes Schiffchen, was jeder hat. Dann auch ein Wachsdöschen, auch mit dem Logo vorne drauf. Finde ich richtig gut. Das ist ja, wie ein Markenzeichen. Im Döschen finde ich es auch gut, da kann es nicht austrocknen. Dann geht es weiter mit einer Pinzette. Eine Pinzette hatte ich bisher jetzt auch noch in keinem Set drin, das finde ich auch mal interessant. Viele arbeiten damit ja und painten damit und überhaupt nicht mit dem Stift. Werde ich mal ausprobieren, ansonsten werde ich das wahrscheinlich nur verwenden, wenn ein Steinchen mal falsch geklebt ist oder umgefallen ist auf der Leinwand. Da finde ich das auf jeden Fall auch mal cool. Dann haben wir hier den besagten Stift. Und der fällt mir jetzt auf, der ist weiß und glitzert. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so erkennen könnt. Und mit dabei war auch wieder so ein kleines Schaumstoff-Dingensbummens, was man hier so über den Stift ziehen kann. Und dann hat man einfach eine weichere Fläche, wo man ja, mitpainten kann. Auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Finde ich toll. Und jetzt geht's zum Bild. Ich bin total aufgeregt, wie das aussieht. Wie gesagt, ich zeige euch nur die Leinwand und wie viele Farben und die Farben etc. Aber das Bild bleibt erstmal geheim. So, das ist die Leinwand. Wie gesagt, 40x50 cm in eckigen Steinen. Und ja, mir kommt hier auch schon die Legende in die Hände. Das Bild habe ich jetzt mal zugehalten. Und gucken wir mal, wie viele Farben das hat. Es sind 35 verschiedene Farben. Was mich jetzt nur ein bisschen wundert, ist, da sind so ein paar Striche abgehakt oder wie auch immer, was das sein soll. Da weiß ich jetzt erstmal nicht Bescheid. Wir werden jetzt gleich auf jeden Fall mal zusammen die Tütchen kontrollieren und gucken, ob die Anzahl der Bags hier korrekt ist, weil man braucht ja schon alle Steine, um das Bild fertigzustellen. Und wenn jetzt was fehlt, kann man immer noch mal Bescheid sagen, dass vielleicht was nachgeliefert wird. Dann war hier so ein Flyer dabei. Diamond Painting Welt. Vielen Dank für Ihren Einkauf.
Schicken Sie uns ein Foto, wenn Sie das Diamond Painting fertiggestellt haben. 15% Rabatt bei Ihrer neuen Bestellung. Das finde ich cool. Und genießen Sie Ihr neues Diamond Painting. Das werde ich auf jeden Fall definitiv. Ich freue mich so dolle drüber. Und dann haben wir hier so zwei Tütchen von den Steinen. Hauptsächlich würde ich sagen, sind es eher so erdige Töne. Und ja, das ist auch gerechtfertigt, weil es war ein erdiges Bild. Also viel Grün, viel Blau, Schwarz, Beige würde ich sagen. Aber ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt zu den Steinen komme, zeige ich euch mal den Druck. Wie gesagt, ich zeige euch nicht das Bild, aber ich wollte euch mal zeigen, wie der Druck aussieht. Und dafür nehme ich mir hier oben eine Ecke und zeige euch mal den Druck. Ich glaube, man kann es sehr gut erkennen. Es sind viereckige Kästchen und ich finde, man kann hier überhaupt nicht meckern. Der Druck ist wunderbar. Man kann alles super gut erkennen, nichts verschwommen oder nichts verschmiert. So, dann kommt das mal wieder weg. Und weiter geht's mit den Steinen. Dazu hole ich mir die Legende nochmal und einen Stift. So. Machen wir erstmal eine Tüte, würde ich sagen, sonst hat man hier wieder so viele Steine. So, dann haben wir hier einmal, also wie gesagt, das ist wieder aus China gekommen und da sind halt diese kleinen Tütchen einfach so verpackt. Und ja, ich fand es bisher jetzt immer gut, wo sie in Zipbeuteln sind, weil da kann man die Steine raus und reinmachen, wie man sie braucht. Und wenn man zu viele genommen hat, kann man sie problemlos wieder in die Tüte reinmachen. Man kann dieses Zipbeutelchen nach dem Diamond Painting Bild wiederverwenden, anders verwenden und man muss es nicht wegwerfen. Und das hier ist halt einfach, ich sag's jetzt mal, Plastikverschwendung. Aber nun gut, muss man mit klarkommen. Ist ja auch kein Problem. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Die Farben, das finde ich zumindest mal gut, dass die halt in so einer Schlange geliefert wurden und nicht jedes Tütchen einzeln. Dann kann man das bestimmt besser abhaken. Hier haben wir jetzt die 3, 6, 7. Davon sollen 3 Beutel da sein. Und das stimmt und das ist auch schon abgehakt. Ich weiß nicht, was das damit auf sich hat, aber ich werde es jetzt einfach mal weiter kontrollieren. Dann geht es weiter mit der 3, 8, 6, 3. 2 Stück. Das ist jetzt zum Beispiel nicht abgehakt. Vielleicht wisst ihr, was es ist. Vielleicht hattet ihr das auch schon mal. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Damit würdet ihr mir sehr helfen. Weil nicht, dass irgendwas hier passiert, was ich nicht weiß. Und deswegen schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr darüber was wisst. So, dann geht es weiter mit der 779. 3 Stück. Oh, sehr, 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 sehr viel Blau. Sehr, sehr viel. Das ist die 823. 26 Stück. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 26. Das stimmt auch. Jetzt habe ich hier so einen Fall, die 37, 87, die steht in der Legende mit 5-mal. Ich habe aber 6-mal. Das ist natürlich auch schon mal wieder eine Sache für sich, aber nun gut. Ja, jetzt geht's weiter mit der 939 und davon sollen 3 Stück da sein. Es sind auch 3 Stück da, aber die erste Tüte ist leer. Das ist natürlich schon mal ärgerlich. Müssen wir mal gucken, ob vielleicht im zweiten Beutel noch was da ist. Dass sie das vielleicht nochmal neu abgepackt haben. Aber ja, schade. Ich habe die Farbe gefunden und zwar, das war ja das, was ich vorhin schon gefunden habe.
Und hier haben wir jetzt noch mal ein Tütchen, das ist hier oben aufgerissen. Also war zwischen den Farben eine Tüte, die leer war oder wie auch immer das passiert ist. Und diese Tüte war aufgerissen, aber wir haben hier jetzt zum Glück, haben wir das Richtige jetzt noch gefunden und es ist vollständig. Hier finde ich das jetzt zum Beispiel ein bisschen blöd gemacht. Und zwar sind das zwei Tütchen und es steht auf keiner Tüte von den beiden die Farbnummer drauf, sondern nur in der Mitte, wo man die abtrennen muss. Das heißt, wenn ich die abtrenne, habe ich hier nur drei halbe Zahlen und weiß nachher gar nicht mehr, welche Farbe das ist. Das finde ich ein bisschen schade. Da muss man sich vielleicht ein bisschen überlegen, wie man es macht, ob man jetzt beim Painten die Farbe einfach nur hier oben in der Ecke aufschneidet und wenn die leer ist, unten aufschneidet. Also, dass man das zusammenlässt. Oder dass man halt einfach in der Produktion darauf achtet, dass jede Tüte wirklich beschriftet ist, weil sonst kommt man ja in Teufelsküche. Das ist natürlich auch nicht schön. Aber ich habe ja jetzt schon ein bisschen Erfahrung. Ich weiß, wie ich es alles handhaben werde. Und deswegen einfach für euch müsst ihr darauf achten, dass ihr da nicht durcheinander kommt. So, die erste Tüte ist fertig. Machen wir die zweite auf. Hier sind ein paar mehr Exemplare vorhanden als jetzt gerade. Jetzt habe ich wieder den Fall, dass ich ein Tütchen mehr bekommen habe, als auf der Legende steht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ja, besser mehr als zu wenig oder es ist einfach ein Druckfehler, man weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall behutsam damit umgehen und keine Steine irgendwie verschwenden oder fallen lassen. Ich werde aufpassen, sonst habe ich nachher ein Problem und habe keine Steine mehr. Aber besser zu viel als zu wenig erstmal, oder? So, ich habe alles abgehakt und es ist alles da, sogar ein bisschen zu viel. Und das ist ja schon mal gut. Damit können wir jetzt anfangen. Und ich werde mit euch eine kleine Ecke zusammen anfangen und euch zeigen, wie ich ja den Druck bzw. das Kleben empfinde. Und wenn euch das interessiert, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einfach dran bleibt. Und ja, viel Spaß. Ich habe den Stein auf meinem Stift und ich bin wirklich sehr gespannt. Das ist jetzt der erste Stein, den ich mit eckigen Steinen setze. Und es hat gut geklappt. Hier ist der Stein und bisher passt es sehr gut auf die Leinwand, also man blitzt nichts, also man sieht nichts durch. Ich muss sagen, es klappt gut, aber es ist noch ein bisschen ungewohnt, weil man kann nicht einfach setzen, wie man möchte, sondern man muss ja genau treffen, damit es auch gut aussieht und ordentlich ist und nicht durcheinander. Und ich würde sagen, ich painte das jetzt mal ein bisschen weiter, damit ihr eine größere Fläche vielleicht gleich im Gesamtbild seht. Und dann hören wir uns wieder. Ihr habt vielleicht gerade gesehen, dass ich die Pinzette zum Einsatz gebracht habe. Und zwar hier an der Stelle. Es ist ein bisschen schief geworden. Ich dachte, ich kann es damit ein bisschen korrigieren. Aber wir werden später im Verlauf mal sehen, wenn ich die weiteren Farben gepainted habe, ob sich das Ganze legt und wieder gerade wird. Aber das sieht man ja erst dann am Ende, wenn man Stein an Stein klebt. Man muss halt wirklich genau arbeiten und gucken, dass man die Linien trifft und nicht drüber klebt, weil sonst passt das am Ende nicht mehr.
meine Lieben, so sieht die erste Ecke aus, die ich mit eckigen Steinen gepaintet habe. Fürs Erste finde ich es ganz okay. Also ich hätte es mir schlimmer vorstellen können. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie gesagt, wie das Ganze sich legt, wenn man die Lücken jetzt hier auch nochmal füllt und wirklich Stein an Stein klebt. Das werde ich jetzt im Laufe des Bildes, werde ich das ja erkennen und sehen. Und ja, ich bin schon mal begeistert. Also die Qualität der Steine ist super gut, top. Also bisher kein Ausschuss. Alle sind gleich groß und das ist ja auch super wichtig bei dem Bild, damit man keine Lücken dazwischen hat und alles andere ist dann super eng. Und ja, ich würde sagen, das war's erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da und über einen Daumen nach oben würde ich mich auch sehr freuen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!